Hallo! Ja, guten Abend, liebe Kinobesucher, zu einer weiteren Folge WOW. Das ist so, das ist ähnlich wie wenn man sagt Aua, zum Beispiel OW, OW, OW. Also, wir sind hier in World of Warcraft, dass wir die pinken Zwerge sind, das habt ihr schon alle gerafft nach Folge 300. Ja. Und der Christian, der noch nichts davon weiß, wird uns gleich mal irgendwas erzählen dazu. Was? Das zum Beispiel. Nein, ich wollte jetzt dich animieren, mal zu erzählen, weil ich saug so, sonst nee. Immer den Holger an, dass er irgendwas erzählt. Und der Holger macht ja, wir wollen ja eine Indie starten. Ne? Nee, du hast ja den Christoph mal angesprochen. Christoph, ja, wir haben neun Kameraden in der Gruppe. Hallo, ich grüße euch. Ja, Kollege. An die Geräte zu Hause. Ja. So, ja, wir machen heute eine Indie, würde ich sagen. Alkohol haben wir hoffentlich auch ein bisschen am Start. Also, ja, ich leider nicht. Ja, ich habe so halb Prozent. Ich bin ja der arbeiten geht. Ne? Er geht arbeiten, wir sitzen mit einem dicken Arsch zu Hause und sind nur immer am Zocken, genau. Ja. Ja, nein. Ja, Ladies, dann würde ich sagen, achso, ich bin der Führer hier. Nee, komm, ich gebe den Christian. Er hat das immer so gut gemacht. Meinst du, der fühlt auch gut? Christian ist jetzt Führer. Führer! Und stellt das jetzt ein. Ah, angenehm. Machst du random jetzt wieder? Nee, ne? Ja, random. Nee, nee. Gut. Ich hab das Buch beim. Warte, ich muss Schaden machen, oder? Ja, wäre nicht schlecht, weil ich hab kein Damage Equip mehr. Wäre auch nicht schlecht, weil der andere macht auch keinen Schaden. Der kann aber nicht heilen. So, jetzt kann er. Jetzt geht. Ey, wie oft kommt der? Wie oft geht er denn auf? Ja, versunkener Tempel. Wie der Name schon sagt, sind wir jetzt in einer Inni, das ist die Kurzform für Instanz. Und wir sind in einem Tempel, der anscheinend versunken ist. Holger, versunken. Was weißt du über den? Genau, was weißt du über diesen Tempel? Kann nicht behilflich sein. Ja. Quests ja, annehmen. Genau. Das ist das Wichtigste. Immer Quests annehmen. Ich buff nochmal. Plopp. Ja, wir haben jetzt so eine Quest, das heißt Jammern an der Prophet, da sollen wir dem irgendwie ans Kopf. Tolles Deutsch. Ja. Der Blutgott Haka. Und der Klötengott. Blut Attacker, oder was hast du gesagt? Der Blutgott Haka und der Klötengott Eranikus. Da hört sich irgendwie an wie Urinikus. Jammerl ans Kopf heißt das, nicht Jammerla. Jammerl. Ans Kopf. Die haben hier absolute Zungenbrecher, genau wie die Jarlokos. Das ist so ein Hexer-Ding da. Siehst du das nicht? Das ist so ein Hexer-Robo, oder? Ich starte mal, ja. Pass auf, der Kai startet. Egal, ob es da macht Schaden. Okay. Ich kann ja eigentlich so da durchlaufen, ohne dass wir was tun. Eins. Ja, der versunkene Tempel ist versunken übrigens. Ja. Hat einer die Klospülung angelassen, das ist das. Also geht doch, Holger. Ja. Ich kann mal wieder nichts machen. Magier hatten was dagegen, ne? Bitte? Ja, bitte? Wie bitter ist das? Was war denn das? Also, ich war wieder im Schlaf versunken. Ja genau, das ist so ein Mob hier, der stellt die in Schlaf halt. Wie wir schon gerade gesagt haben, müssen wir den Tempel entsinken. Ich glaube, versinken, das Gegenteil ist entsinken. Nee, er ist schon versunken. Und hier sind halt nur die Drachkins. Drachenskins? Das hört sich aber sehr rechtspopulär an. Genau, Drachenskins. Ja. Nicht die Hammerskins, hier sind die Drachenskins. Ja, das ist so eine Metalband, eigentlich aus dem Dritten Reich. Und die müssen wir jetzt erst schießen. Da gehe ich jetzt doch mal ein bisschen näher ran. Oh, gibt aber mächtig EP hier. Ja, und wie wir schon sehen, der eine Drache schläft anscheinend. Ja, ich schlafe. Na, das ist kein Drache. Der verzaubert praktisch einen von uns. Ich habe auch schon mal Tomaten aufgenommen. Das gibt schon mal Tage, da kriegt immer alles mit Drachen zum Beispiel. Kennt man ja von den Hausfrauen. Auch Drachen, nur dass sie fliegen können. Hehehehe, das kommt davon. Alter.
Hallo, greifst du mal noch an? Ja, das brauchst du auch nicht. Nein, nein, ich meine, ich rede gerade mit meiner Figur. Ja, das mache ich auch öfter. Jetzt haben wir auch ein Speed, den ich überlegen, aber... unser Bestes. Das Beste ist uns gerade schlecht, quasi. Oh, leck mich. Ja, ihr gebt aber wieder guten Speed vor. In jeder Runde mir am Schlafen. Naja, kennt man ja schon. Ah, können wir hier überhaupt schon rein? Warte mal. Ach, da hier ist Jamal, ne? Haben wir eigentlich unseren Zuschauern erzählt, dass wir hier im versunkenen Tempel sind, oder ist das wieder Alzheimer? Der ist schwer, der Boss. Denk dran mal hier. Der ist kacke. Ja, hier müssen wir ein bisschen differenziert pullen, ne? Eigentlich alles. Ja. Ja, das machen die gerne. Also ich habe das schon gestern in Stadtholm gesehen. Stadtholm, das wird gerne mal gemacht. Das war alles. Ich krieg die volle Ladung hier, ey. Hier die Vieren auch. Wenn die sich verwandeln, Geister vieren die mal gerne, ne? Ich hab Makro! Da kommt schon was. Von den Geistern weg, die machen ganz viel Schaden. Jo. Die haben sowieso ein Akku-Ziel, wo die nur langsam hinterherfliegen. Ist also nicht so schlimm. Einfach ausweichen, ne? Ja, auslaufen lassen. Ja. Ich sehe gerade, müsste mal wieder heilen. Ne? Mein Anfang wert. Ich hab Schild gegeben, ist egal. Ja. Wofür hat man denn einen Priester dabei, Mensch? Die Spellen kannst du auch, oder was? Ja, aber nur Gift oder was, ne? Entgiftung habe ich. Jungs, hier fliegt noch einer rum, aber achso, ihr seid schon nach vorne. Der Boss kommt. Oh. Oh, ja, hast Scheiße. Du gehört? Die greifen jetzt ein. Ja, hab ich nicht, weil ich leise war. Oh, spielt er ohne Ton? Und der ist so ein Echo drin. Ja, ist aber extrem leise. Oh, ich hab hier voll Akku, Alter. Oh, Scheiße. Warum hat der mich denn jetzt erwischt? Geist freilassen oder Arschlecken? Ist er stehen geblieben? Nein, stehen bleiben. Ich bin übernommen worden, oder was? Ich hing gerade irgendwo ganz komisch in irgendeiner Ecke drin, wo ich nicht mehr rausgab. Also ich hab hier irgendwie mächtig viel Akku. Ich wäre noch vor der Tote. Okay, lief jetzt suboptimal. Das war jetzt eigentlich mal, um unseren Kinobesuchern zu zeigen, was passiert, wenn es nicht passiert. Richtig. Aber gleich, vielleicht auch noch jetzt. Ja, ich glaube, den Dungeon werden wir wahrscheinlich gleich nochmal sehen. Ja, Geist freilassen, bitte. Okay. Doch, jetzt habt ganz ihr... Ganz ruhig, ganz ruhig. Nein, jetzt habt ihr mal gesehen, wie man das dann so macht, wenn man es dann halt nicht ganz so macht. Teilweise ist das auch ein bisschen eigenartig, wie die sich aktivieren, die Säcke. Also ein Geist hat gepullt, wa? Nee, kann nicht sein. Nö. Also. Also, heute betreten wir zum zweiten Mal die versiffte Stadt. Ihr seid schon da vorne, ja gut, okay. Blinzeln wir uns mal nach vorne. André eigentlich schon Intelligenz buffen, weiß ich gar nicht. Haben die Mages das noch? Oder? Natürlich.
Hat er das auch schon zu dem Level? Ich glaube ja, Arcane Brillanz. Was müsste ich eigentlich haben? Guck mal, André, ob du das machen kannst. Ich guck mal eben rein, ich hol mir eben mal die Punkte. Wo rennst du hin? Einfach mal wieder alle anvisieren. Spezialisierung Talente, ne, Holger? Und dann, Arcane Brillanz. Nee, im Zauberbuch. Das ist im Buch. Okay. Arcane, warte mal, Ring des Frost-Teleport. Was für ein Scheiß. Zieht er direkt irgendwo in die Leisten, ne? Ich hab einen Nadela-Stein, der Mana hervorzaubern kann. Das hört sich auch cool an. Mana-Stein brauchst du, aber nicht für uns. Müsste aber stehen, dann ab Wander kommen, wenn du weiter durchgelassen hast. Kann auch sein, dass er erst mit 60 kam, oder? Ich hab schon gesehen. Nee, das gab's doch schon ganz früh, oder? Nee, später nicht mehr, glaube ich. Ah, okay. Weiß ich jetzt nicht. Guck mal hier, die Mobs können wir schon mal machen, oder? Ah, eben, lass einen André suchen, wir machen den Mobs. Okay. Okay, wir machen also schon mal ein bisschen frei hier. Magische Kunst habe ich, zertrümmern. Das Mana-Gedöns habe ich noch nicht anscheinend. Genau. Boah, leck mich doch an die Füße, ey. Wie gesagt, heißt Arcane Brillanz. Arcane Brillanz habe ich anscheinend noch nicht. Okay. Kann ich doch nicht wirken. Ich schalte mal eben um. Vielleicht habe ich meine Kraft und passiv bilden muss. Eben mal gucken, passiv folgt. Ja, mach ich hier irgendwas falsch oder warum habe ich immer Schiss? Wenn ein Geist da ist, unbedingt weg da, ne? Und ich hab Akkusen. Ja. Ah, ich verbrenne den Geist auch immer. Die Ads sind tot, oder? Warum müssen wir jetzt theoretisch nur noch einen Boss? Scheiße, das wollte ich gar nicht. Das können wir weg. Ready oder was? Mhm. André, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Komm, scheiße, da kommt später nach. Okay. Bis wir dann schon raus sind. Wir machen erstmal das eine Ad noch weg und dann erst einen Boss, oder? Also ich hol mal eben noch ein Ad. Ich hol mal eben den komischen Zock. Der eine, der da steht. Ach du Scheiße. Ja, ist ja gut. Scheiße! Boah, André, was war das denn jetzt? Ist nicht schlimm. Ich komme wieder so zurück zu euch. Ich kann dich nicht heilen, was ist das denn, ey? Der Boss hat mich gesehen und direkt auf mich eingeschlagen. Das ist natürlich auch cool. Ich komme so zu euch rein. Geht ja gar nichts, oder? Die Tür ist zu. Oh, ne, ist gar keine Tür mehr. Ich glaube, irgendwann wird einer als Baum verwandelt oder so. Da war ich schon. Okay. In so ein Monster, Übernahme oder so. Ja, ja, irgendwie sowas. Sehr nice. Wer trinkt denn Stärke hier außer ich? Ich, oder? Der Magier braucht keinen Wille. Wo ist er? Hat er gehört, oder? Willenskraft brauche ich nicht. Nee, Intelligenz brauche ich nur. Gibt aber auch Intelligenz. Die Prophetenhandschuhe. Brauch jemand Christian, hier die. Mach mich mal wieder wach, bitte. Ja, Moment. Ja, kommt die, da. Die Mönche, die brauchen noch Stärke, oder? Also Damage-Mönche. Oh, ich hab keine Ahnung. Mönche. Stielten. Gegner schon Ziel 80 Leben. Christian. Christoph, meine ich. Was sagst du? Die Mönche, die Damage-Mönche brauchen noch Stärke, ne? Ich glaube, also, kann ja. Kann ich ja nehmen. Christian brauchen auch nicht, oder? Oh, danke. Mit Schurken brauchen wir Stärke, ne? Nein, Beweglichkeit brauchen die. Aber ich glaube, der braucht eine Beweglichkeit, oder? Ach, ja, weiß ich nicht. Ich meine auch Stärke, oder? Ich brauche Beweglichkeit. Gut, ist egal, wenn den einer haben will, kann er den haben. Aber die Sachen mit den Spiegelbildern, greifen die auch irgendwie an oder machen die auch irgendwie Schaden oder sind die nur zum Verarschen da? Welche Spiegelbilder? Achso, nö, die machen Schaden. Die schießen halt selber, was du schießt. Und damit, das ist so ein Damage Boost eigentlich. Das ist doch cool. Ja, das solltest du nicht jetzt machen, sondern. Wenn die Zeit gekommen ist.
eigentlich mit denen da hinten? Sollen wir die uns auch schon noch schnappen? Ja. Müssen eh alles wegmachen hier. Oh, grazie, grazie. Da ist auch noch einer. Scheiße, da kommt was, Vorsicht, da kommt was auf uns zugeflogen, glaube ich. Bevor wir auch mal pullen, sollten wir die gleich mal so ein bisschen. Ah, cool. Die verfehlen. Stangenwaffen. Nice. Hier. Lehne Runendingsbums hin. Kann irgendeiner sich nehmen, damit kann ich nichts anfangen. Genau. Ja, ich habe keine Berufe. Kann ich Stangenwaffen tragen? Weiß ich gar nicht. Mein Guide lesen. Ich lese mein Guide. Ja, richtig. Ja, ich probiere es aus, wenn die einer haben will, bitte. Bevor er liegen bleibt, nimm's mit. Es kann, ich kann, ist cool. Da hinten steht noch ein Zwerg rum von uns. Guck mal, da drüben. Uhu. Big Panther? Ja, dann gehen wir hier rüber. Achso, ja. Ich hab mich hier schon wieder am Ami orientiert, sorry. Das darf, das ist ein Fehler. Darf's auch nicht machen. Der Ami folgt dann irgendwie auch irgendwelchen komischen Sachen, die gar nicht da sind. Ach super, jetzt habe ich mich selbst auch nicht schlecht. Boah, wo kriege ich hier schon wieder von Eier? Das ist doch schön mit den paar Jungs hintereinander, das ist auch lustig. Akku, ich hab Akku. Du hast doch Finte, oder nicht? Ja, du musst ja deinen Job mal erledigen, ja. Wir sind aber sehr, sehr unempfindlich gegen alles. Zwei ist das doch. So läuft doch, hast du eigentlich. Ja, jetzt ist alles gut. Aber mit dem Ansagen ist okay. War hier irgendwas Besonderes? Nee, ne? Einfach umgekommen. Ja, hatten die nicht auch was in den Taschen? Das ist übrigens der Endboss eigentlich, ne? Ja, ist ja egal, oder? Können wir die anderen gleich nochmal. Ist glaube ich nur noch einer, ja, oder? Ja. Ja, ja, eben. Ich glaube, die freie Reihenfolge. Ja. Scheißegal. Jetzt sag ich muss hier heilen, Mensch. Eingeschlafen. Ja, das ist macht dann da, dann macht er an dem Aggro. Ja, Aggro genau. Macht er hier. Aggro. Ja, dann nicht gehen. Ah, ja. Ups.
ich. Tada! Geh aber flott jetzt. Oh, ein Schild. Kann ich Schilder tragen? Oh, oh, nice Kette. Ist ja wohl für einen Heiler, oder? Was für ein Ami. Ist da, ne? Christian. Neun. Bitte? Ich würfel mal drum. Ist auch plus 9. Nein! Okay, dann. Da ist Wille drauf. Dann pass ich. Hat geklappt. André, warum hast du nicht gewürfelt? Die war voll gut für dich. Ja, aber die war auch voll gut für den mit dem Willen. Das war nur 9. Das war ein Scherz. Die ist scheiße für dich. Das ist scheiße, ne? Oh, guck mal da hinten. Auf jeden Fall hat die Wille. Und Wille ist eigentlich nicht das Ding für dich. Wäre jetzt für den Christian, Christoph gewesen, der für Pulti? Mich. Wer wohl? Naja, am Rand gehen, die brauchen wir nicht da. Immer mit dem Arsch an der Wand, so ähnlich auf dem Herrn. Jetzt mal ernsthaft, wo schießt du denn hin? Ich? Oh Mann, ey. Du hast sie gebullt. Nice, ich hab gerade in die falsche Richtung geguckt, irgendwie. Lass mich ein bisschen. Oh, der Stab ist gar nicht schlecht hier, da ist zwar nur Int drauf, ey. Gear. Ah, jetzt kommen wir zum... Was kommen wir denn jetzt eigentlich? Danke, oder? Zum komischen Vogel, oder? Ja, genau. Ja. Hat der Rack, oder wie der heißt? Ja, sein. Ja. Ach, noch ein Wellensittich. Jo. Hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Den brauchen wir nicht. Müssen wir hier irgendwas mit dem Ei machen oder sowas? Ei müssen wir. Ey, guck mal, da ist er schon. Da ist er schon. HK, genau.
da jemand Akku gezogen? Oder geht er flott, Alter? Jo. Jo. Oh, Trefferwert. Okay, ich verzichte. Ausdauer, Intelligenz, das könnte was für mich sein. Stärke, Ausdauer, Intelligenz, wahrscheinlich nicht. Also der Umhang ja, aber der, was ist denn da überhaupt? Zweihandstab. Ja gut, dann da ist Stärke mit drauf. Dann würfe ich um den Umhang. Für welche Klasse soll der denn sein? Blind. Dulu oder was? Ja, würde ich sagen. Ja. Oder für Pandas. Oh, für München. Ne, er hat sich geblitzt, Dings, ohne dass es ihm jemand gesagt hat. Ja, das macht er schon mal. So. Irgendwo. Stufe 53, das ist doch schon mal nett. Und raus geht's. Seid vorsichtig. Bis bald. Was führt euch hierher? War das alles hier? Ja, war nicht so viel, oder? Hallo. Habt ihr alles aufgeteilt jetzt, ne? Ja. Ja, haben wir alles durch hier. Geklappt, ne? Hat ja schön, also das war ja wie aufs Auge, wie ja, Punktlandung. Hat scheiße angefangen, aber hat gut gerne, sagen wir es mal so. Yes, ne, war schön. Ja, würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Cut, oder? Ja, in den Weiten der Wüste. In den Weiten der silitischen Steppe. Auch bekannt als Afghanistan. Hat jemand einen Damage Meter? Du bist vom Army? Schnell, den nehme ich noch mit auf. Ja, mal lass mal gucken hier. Oh, 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 tatsächlich. Ich bin auch mit, nur Heiler, oder? Ich bin also Heiler. Mit 1997 DPS sind das, ne? Oder was ist das? Oder mein Schaden? Weiß ich es gar nicht. Ja, egal. Gut, dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis später. Ciao. Ciao. Christoph. Jo. Tschö. Ciao.